So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Motorradgeräusche. ETS, die Happy Birthday Edition. Level 35. Aber ich glaube, bei der kleinen Mission, die wir jetzt gerade machen, reicht es definitiv nicht aus, um Level 36 zu erreichen. Da fehlt ja noch ein bisschen was, ne? Na doch, da fehlt einfach zu viel. Schade. Aber hey, wir haben fast Level 36 erreicht, also sind wir doch wieder. Ich weiß ja gar nicht, wie weit wir jetzt bei ATS waren, aber ja, bei ATS loslegen. Da waren wir auch irgendwas mit Level 36. Bitte rechts halten. Von daher. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Kann er immer auf uns labern? Von daher. Sind wir zumindest wieder fast gleich auf. Sehr schön. So, holen wir mal schnell den Auflieger und dann. Sehr schöne Gegend hier. Digga, mein Auflieger kriegt bei jedem kleinen Bissen immer sofort direkt alles Schaden. Was ist denn dann los an meiner Kolben? Der hat so ein kleines Straßenschild. Ja. Mein Auflieger kratzt ganz bisschen da dran. Bumm, 500% Schaden. Plus Steuer. Das ist ein Betrug. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Gott, die Strecke ist zwar kurz, aber ich habe die Kurven hier überall. Brauchst du ewig, bis du ankommst. Immer geradeaus und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Thank you.
Das war eine schöne Fahrt. Einmal Auflieger. Der muss danach jetzt wieder in die Werkstatt. Demnächst links. Hä, 1800 Kilometer? Ach so, ja, Fähren, mit Fähren. Alter, Alter. Warum ist hier eine Laterne? Ich will da hin. Lass sie vorbei. Deine Mutter. Der Beat ist schon fett, Alter, boy. Der schönste LKW aller Zeiten. Bestaunt ihn. Das ist okay. Weil der war ja die ganze Zeit eine Fähre, aber das kann ja die wir benutzen können. Schade eigentlich. Weil wir auch nochmal eine schöne Strecke, um von da direkt nach da zu kommen oder sowas, I don't know. Ne, weil eine direkte Verbindung haben wir nicht. Wir haben nur von hier zu der Insel. Und müssen dann von der Insel, ja, zu der Insel oder sowas. Aber eine direkte Verbindung von hier oben oder so, nach da gibt es irgendwie nicht. Hätten wir also durchaus hier noch eine Fähre hinmachen können und dann. Da lang oder so. I don't know. Ah ja. Das war's. War dumm. Mein Auflieger kriegt so viel Schaden, Alter. Ich sag's euch. Das ist nicht gut. Hä? Oh, Alter. Also, das ist so eine Drecks-Alpha-Wand. Ey, wie weit muss ich denn da ausholen? War der Bullshit. Müssen wir ganz weit ausweichen. Ausschwenken. Okay. Habe ich jetzt hier eine Fracht? Habe ich keine Fracht? Wo bin ich jetzt gerade hier? Ne, doch genau, unsere Fracht haben wir abgeliefert. Große neue Fracht. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Man macht aber bestimmt aber nichts. Doch, wir haben noch eine Lieferung.
Eben. Wir haben schon eine Lieferung. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Weil ich den Weg seinen Schnipsel da aufstecken, weil wir da das genau so Schnipsel war, was ich halt meinte. Also, wenn das erreicht, diese 100% super schwierig ist, weil genau solche Sachen da kommt, da fährt halt normal nie lang. Ja? Wie soll man denn da jemals 100% erreichen? So, ganz weit außen, wieder aber vorher speichern. Jetzt ist das ein heftiges Schild. Leckt alle am Arsch. Demnächst rechts abbiegen. Oha. Wird immer enger hier. Was habe ich getan, Leute? Die war ja noch nie. Oder? Warum bin ich da noch nie gefahren? Lol. Interessant.
Attacke, da darf ich überholt nur, damit ich jetzt wegen dir abdampfen muss. Was ein Opfer, Alter. Solchen Leuten wünsche ich mir, dass sie sich während der Fahrt, dass sich beide Arme im Lenkrad verheddern und dass sich dabei beide Arme bricht. Einfach so. Weil Spaß macht. Und wenn er versucht, aus dem Auto auszusteigen, voller Schmerzen, soll da überall Lego-Teile liegen. Hast du auch keine Chance überholen mit den ganzen Kurven. Ah, Mann ey. Ja, ich glaube, die Folge und die nächste Folge werden hart über Länge haben. Achso. Okay. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nur diese Ausfahrt. Da sind ja schon wieder 50 Autos. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Och Müll. Warum wird jetzt stehen? Ich schau dich gleich zum Reihen. Nimm diese Ausfahrt. Ich überlege gerade. Warte mal kurz. Wenn wir mit der Fähre fahren, ist es wieder Nacht, ne? Was heißt, es wäre günstig, wenn wir jetzt erstmal hier pennen gehen. Dann ist es Nacht und dann können wir in der Fähre, also fahren wir mit der Fähre, und dann ist wieder Tag. Ist das so richtig? Das ist doch gedacht wie Wissenschaftler. Und vor allem in der Nacht, jetzt sind die Straßen ein bisschen leerer. Tagsüber sind es immer Schüler. Entschuldigung. Berufskrankheit. Diese Ausfahrt.
nichts ab. Also, da ist jetzt grün, das heißt, wenn wir grün haben, ist da vorne wieder rot. Ah, wer findet solche Ampelschaltungen? Hart Überlänge. Ist da? Schon wird da vorne rot. Biege nach links ab. Ich schlaf gleich ein. So, 21 Uhr. Easy. Immer noch zweimal schlafen, aber ich glaube, wir müssen gar nicht schlafen, weil wir fahren jetzt sehr häufig mit der Fähre. Das heißt, wir dürften nochmal ausgeschlafen sein, immer wenn wir aus der Fähre aufsteigen. Das Einzige, wofür wir schlafen könnten, ist, um die Zeit zu kontrollieren, so wie jetzt gerade. So können wir immer genau so schlafen, dass wir dann so mit der Fähre fahren, dass wir aus der Fähre aussteigen, dass dann wieder gerade Tag wird oder Tag ist. Hat er gar nichts? Hat er. Hat gut funktioniert. Ja gut. Hab ich gesagt. Dass ich das kann? Ich meine, wir können es einfach normal pennen. Naja, weil es eine relativ kurze Strecke, ne? Wobei, so kurz sah die gar nicht aus. Aber, na gut. Hier, das wird lang und das wird. Ja, gut, ist hier relativ kurz. Das hier die längste. Aber man müsste als Feuer wissen, wie viel die Fähren für die jeweiligen Strecken wir brauchen. Ne? Wenn man das wüsste, dann wäre man Zeitgott. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ehrlich, aber ein paar Kilometer schrubben hier. Was ist da vorne los? Schon wieder gucken, kuscheln. Boah, Alter, der Mond, Alter. Wie der strahlt. Oh. Wow. Das ist schon krass.
Warum überholt der jetzt? Warum überholen jetzt beide? Hä, hey, was ist los? Achso, die wollen abbiegen. Hab gar nicht gesehen, dass es ein T-Stück ist. Ha. Ich dachte schon, die überholen irgendein imaginären Hindernis. Also dieses ADAC-Auto muss relativ neu sein, ne? Das ist mir früher nie aufgefallen. Und jetzt kommt es andauernd. Die Absatzwagen da. Ich frage mich halt nur, ne, jetzt wo auch Tesla mit bei ist, seit ein paar Versionen, ganzen Tesla-Fahrzeuge, wann die ersten elektrischen LKW kommen. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass, ne, bei Eurotruck geht es ja um weite Strecken und dafür sind elektrische LKWs nach wie vor nicht geeignet. Also wäre trotzdem cool. Dann musst du halt alle 300 Kilometer an der Zapfsäule und da tanken, in Anführungszeichen. Aber cool wäre es trotzdem. Ich meine, man muss ja auch nicht ganz so zeitgerecht sein. Ne? Ich meine, wenn es jetzt heutzutage LKWs gibt, die 300 bis 500 Kilometer können mit einer Ladung, im Eco-Modus vielleicht sogar 600 bis 800 Meter, Kilometer, keine Ahnung. Wenn man aber sagen kann, ja, aktuelle Entwicklung in der Akkutechnologie sorgt dafür, dass es vielleicht so in 5 bis 10 Jahren vielleicht LKWs gibt, die dann schon 1500 Kilometer können. Oder mindestens 1000 Kilometer, ne? Dass man dann bei den E-LKWs ja gleich mit 1000 Kilometer macht. Wäre jetzt zwar nicht mehr so zeitlich richtig, weil das wäre Zukunfts-LKW. Aber hey, ich will E-LKWs haben. Volvo. Gezogen von dem Scania, habe ich das gerade richtig gesehen? Ich hau euch gleich hier. Was soll das jetzt hier? Was soll man damit hier unterstellen? Ich bin erzürnt. Oh. Schon wieder eine halbe Stunde rum. Eieiei. Biege nach links ab. Sorry, muss ich beeilen. Na, wie war das so, sobald ich in der Fähre drin bin, machen wir jetzt halt auch erstmal Pause. Also, Folgenende. Ich weiß gar nicht, wie weit ist es noch. Auch siehst du, ist gar nicht mehr so weit. Geht ja schon fast doch. Wir probieren natürlich jetzt, es wird jetzt gerade Tag, wir fahren jetzt mit einer Fähre, das heißt, wenn wir aus der Fähre rauskommen, wird es gerade dunkel, wahrscheinlich. So ein Scheißdreck. Ich wüsste aber auch nicht, wo man jetzt hier schlafen kann. Da wird ein bisschen Zeit zu überbrücken. Oder wir kaufen uns da schnell die Werkstatt. Immer geradeaus. Rechts halten.
läuft halt alles ein bisschen beschissen hier. Aber das Problem ist, wenn wir aus der Fähre aussteigen, dann können wir nicht schlafen gehen, weil wir so ausgeruht sind. Wahrscheinlich. Ach, hier, so wie das Schneckentempo angesagt. Ach, Leute. Hier gibt es keinen Ort, wo wir schlafen können. Sad. Na gut, dann wird es wohl eine Nachttour. Was soll's? Wo sind wir überhaupt? Wir sind noch da. 14 Stunden. Es wird kalt, wird dunkel. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Es ist 17 Uhr. Aber ich meine, noch ist es hell. Und ehe es dunkel wird, dürfte heute halt schon wieder so viel gefahren haben, dass wir dann noch uns auch wieder packen, pennen packen können. Biege nach links ab. Ah, ich habe vergessen, was ich auf Filmpause machen wollte. Ha. Gut. Dann ja, soll es für die Folge jetzt erstmal gewesen sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge denn dann wieder. Bis dann.